Macht euch bereit, Broilbro YT mit insgesamt 1,5 Millionen Trophäen. Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer Broilbro, und willkommen zu diesem neuen Video von mir, Freunde. Heute werden wir uns gemeinsam meinen Broilstars Club in Broilstars anschauen, der gerade Platz 2 in Deutschland ist. Das ist einfach nicht normal, wie krank mein Club einfach alles rasiert, Leute. Wir haben schon so crazy Clubs eingeholt und halten uns konstant auf Platz 2. Zu krass auf jeden Fall. Und dazu, Leute, werden wir auch noch eine Person aus meinem Club kicken, auch noch in diesem Video. Wir switchen jetzt rüber zu Broilstars, Freunde. Überkrank auf jeden Fall. Ich bin schon heftig gehypt. Let's go, Digga. Also, let's go. Broilstars wird gestartet, Freunde. Ihr wisst, wie es läuft. Das letzte Video von gestern ist auch übertrieben krank bei euch angekommen. Und zwar, wie ich 8-Bit auf 1000 Trophäen gespielt habe. Überkrank auf jeden Fall. Nicht wundern, warum er jetzt nur noch 760 hat. Es ist eine neue Season, Leute, aber ihr seht ja das Rang 30 Abzeichen. Überkrank auf jeden Fall. Und jetzt, Leute, zeige ich euch meinen Club. Alter, macht euch bereit. Broilbro YT mit insgesamt 1,5 Millionen Trophäen in Brawl Stars mit nur 100 Leuten. Insgesamt 1,5 Millionen Trophäen, das ist überkrank. Ab 15.000 Trophäen kommt mal rein. Und wir kicken jetzt auch gleich die letzte Person, denn das sind die Regeln, Freunde. Sobald der Club voll ist, wird die letzte Person gekickt. So ist es halt. Also, wir können mal ganz kurz uns die Leute anschauen. Hier einer mit 18.000, 17.000. Und überleg mal, Freunde, die Season hat gerade erst begonnen, so gesehen. Ich guck mal, bis wie viele Leute wir mit 15.000 Trophäen haben. Wir haben, Digga, Alter, wir haben 71 Leute mit über 15.000 Trophäen. Überkrass. Der schlechteste hat 14.500. Aber das wird auch nochmal hochgehen. Und jetzt schauen wir uns auf die Bestenliste unseren Club an. Macht euch bereit, Freunde. Also, Club und Platz 2, Digga. Das ist doch mal Next Liga, oder? Leute, wirklich. Also, ich habe immer ein knappes Rennen geführt mit denen, aber die großen Clubs waren immer so 50, 60, 70.000 Trophäen im Vorsprung, Leute. Aber wir haben so krank Brawl Stars gespielt. Also, Grüße gehen raus an meinen ganzen Club, Freunde. Überkrank auf jeden Fall. Kuss geht an euch raus, Alter. Ihr seid die besten überkranke Brawl Stars Spieler alle. Und ja, wir sind aktuell Platz 2. Guck mal so, obwohl ich, wenn ihr jetzt den letzten kickt, sind wir trotzdem noch Platz 2. Digga, überkrass. Auch an meinen Club, Freunde, ich mache wieder eine Aktion. Und zwar sollen alle wieder ungefähr heute noch ihre 100 Trophäen gepusht haben. Das ist auf jeden Fall mein Brawl Stars Club, Freunde. Also, die letzte Person wurde gekickt. Let's go, Digga. Wir spielen eine Runde Showdown, würde ich sagen. Sturmebenen. Mit welchem Brawler? Zeig mal die Map. Boah, Digga, das sieht mir direkt nach Dynamite aus. Aber direkt, Leute, ihr wisst, wofür es Zeit ist. Dynamite mit welchem Skin? Wollen wir den OG-Skin nehmen? Den mit seltensten Skin im ganzen Spiel von den Brawly Days. Digga, überkranker Skin. Oder wir nehmen mal den Robo-Mike. Ich glaube, wir nehmen mal den... Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich feiere Robo-Mike einfach. Er sieht so übertrieben krass aus. Deswegen nehme ich jetzt ihn, Leute. Und let's go! Also, ich hoffe, ihr habt euch alle das Spiel runtergeladen, Freunde. Wie gesagt, überkranke Aktion. So viele Leute können einfach gewinnen, deswegen macht einfach alle mit. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und warte, den Primo, Digga, er ist so dumm. Guckt dir das an, Digga. Wie dumm kann ein Gegner gerade sein? Das war so lost einfach, ich fasse es nicht. Hier, und den habe ich auch. Zack. Komm, den kriege ich eventuell nicht. Doch, jetzt... Ein Hit und der Finisher. Doch nicht? Jetzt der Finisher aber. Und mach's gut, Bro. Zack. Schön, wir haben schon 3 Kills gemacht. In so einer kurzen Zeit, Leute. Ihr wisst, wer der beste Brawl Stars Spieler ist. Okay, komm. Warte, die Shelly auch. Komm, der sitzt. Und habe ich gefinisht, Digga. Alter, unser 4. Kill. Let's go. Eventuell schaffen wir es noch, die anderen beiden zu killen. Alter, das wäre so eine kranke Runde jetzt. Gebt auf jeden Fall dafür einen Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid, würde mich freuen. Hier sind die letzten beiden. Eine kleine Shelly und ein kleiner Bull. Komm her, also eher gesagt ein großer Bull. Mit 5 Ball Cubes. Und er läuft auch gut. Er macht es schon besser als die anderen. Aber ich finish ihn. Mach's gut, Bro. Ciao, ciao. Zu geil, Alter. Oh mein Gott, 5 Kills einfach. Die Shelly versteckt sich bestimmt da. Ich wusste es, guck mal. Warte, der Roboter soll am besten nicht hinter mir hergehen, sonst unnötiges Risiko für mich. Auch wenn ich den, denke ich mal, kriegen würde, aber ja, unnötig, Digga. Brauche ich jetzt nicht riskieren. Ist immer noch eine Shelly, darf man nicht vergessen. Guck mal, der Roboter verfolgt sie jetzt. Ich gebe ihr noch. Ich versuche sie mit einem clean Hit zu killen, okay? Ein ganz cleaner. Der hier. Und. Na, hat nicht gereicht, aber der hier. Okay, der trifft. Und noch die Ulti hinterher. Sauber, Alter. Geile Runde.
Wirklich krasse Runde. 6 Kills haben wir einfach gemacht. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Sauber. Ich würde direkt sagen, nochmal, funktioniert perfekt mit Dynamike auf der Map. Und ist auch gerade das doppelte Markenwochenende. Auch mega nice. Wir haben einfach 136 Tokens bekommen. Was? Alter. Digga. Das ist doch mal überkrank. What the fuck? Okay, komm. Let's go. Zack, zack. Sauber. Wollen wir den vorpushen? Machen wir mal. Komm. Er haut instant absolut ab. Guck mal, er hat so heftig Schuss. Er weiß, welchen Gegner er sich hier vor sich hat. Und er verfolgt mich. Nicht nice, oder? Nein, er geht nach links zu Piper. Okay, alles gut. Den Power Cubes liegen wir uns, oder? Er geht zum Crow. Zu wem geht er? Ich glaube, er geht zum Crow. Ja, er geht zum Crow. Die Frage ist jetzt nur, wollen wir uns die zwei Kisten hier finishen? Oder wollen wir zum Crow rushen? Ich würde sagen, die zwei Kisten. Ganz schnell hier. Digga, die Piper klaut mir einfach und das ist dein Karma. Oh, sie hat überlebt. Ich wollte gerade sagen, das ist ihr Karma. Digga, sie hat einfach überlebt. Ich fasse es nicht. Ja, moin. Und jetzt pusht mich die Shelly oder was? Nein. Nein, der Crow von oben. Er will teamen, aber nicht mit mir, Kollege. Die Shelly fuckt mich auch richtig ab. Was willst du eigentlich? Komm mal her. Zack, Digga. Zack. Oh, komm. Ich nehme noch eine Shelly mit 7. Und ich muss mich ganz kurz recovern. Ich habe absolut kein Leben mehr. Oh mein Gott, Leute. Komm. Konzentration, der Bo. Also die Runde ist auf jeden Fall ein bisschen ekliger als die letzte. Ja, hier schwitzen auf jeden Fall einige. Guck mal, wie die mich absolut pushen will. Die hat richtig Bock auf mich. Komm, benutzt deine Ulti. Komm. Unnötig. Einfach nur unnötig. Auch unnötig, die zu wasten für ihn. Ich hole die lieber so weg. Schaffe ich aber, oder? Ne, jetzt kommt die Shelly. Okay, warte. Die Shelly ist absolut weggekickt worden. Und den Bo habe ich. Den Bo habe ich. Und den Crow habe ich auch. Boom, Digga. Nein, der Router. Nein, das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, das wird jetzt absolut kritisch. Hier ist noch eine 1er Shelly. Vielleicht schaffe ich es noch, die zu holen kommen. Ja, ich schaff's. Hier, der sitzt. Boom. Und ich bin tot. Okay, 3. Platz. Schade. Sehr, sehr schade. Aber guck mal, die beiden haben auch 9 und die andere hat 10. Alter, das hätte ich safe nicht mehr geschafft. Vor allem der Roboter war nicht noch verfolgt. Aber okay, Freunde. Geile Runde bis jetzt. Wirklich mega krasse Runden. Direkt in die nächste rein, würde ich sagen. Schön wieder 88 Tokens bekommen. Nice, Mann. Wir können auch eigentlich einmal Bali nehmen, oder? Habt ihr darauf Bock? Ich denke schon. Komm, let's go. Ich bin absolut bereit. Puh, komm. Zack, zack. Da oben ist bestimmt ein Gegner. Darf man nicht vergessen. Es waren immer 2 in der Nähe oder ein Gegner in der Nähe. Ich riskiere es nicht. Es macht keinen Sinn für mich als Dynamike. Der kann einfach auf mich warten und mich einfach dann wegholen irgendwann. Schon zu oft erlebt, Freunde. Viel zu deprimierend. Und guck mal, ich hatte recht. Da war ein Daryl drin. Schaut euch an, wie krass ich recht hatte. Oh mein Gott, Digga. Zum Glück. Der kriegt auch gleich seine Ulti. Also ich muss auch vorsichtig sein. Aber ich push ihn trotzdem ein bisschen. Komm, bisschen. Oh mein Gott, er geht instant auf mich rein. Komm. Da ist andere Dynamike. Warte. Oh, Bruder. Jetzt, der trifft. Hab ich. Jetzt den Leon. Der Leon. Der Dynamike. Warte, okay. Er dreht sich. Ich drehe mich mit, Freunde, und ich hole ihn gleich weg, okay? Ich hole ihn jetzt instant weg. Warte, der Router verfolgt ihn. Er soll den noch ein bisschen anhalten. Er soll den noch ein bisschen anhalten, als wir zusammen im Team spielen. Und jetzt hole ich ihn weg. Jetzt, Freunde. Der Moment ist gekommen. Roboter ist auch down jetzt. Sauber. Schmeckt, Freunde. Und der dreht sich direkt mit. Okay, den holen wir auch als nächstes weg. Das ist unser nächster. Komm, er soll erstmal kurz seine Ulti wegwerfen, weil sonst ist es zu gefährlich. Okay, die drehen sich jetzt gemeinsam, Leute. Ihr wisst, ich bin kein Teamer. Und er kriegt sein Karma, Digga. Er kriegt sein Karma, Bro. Nice. Sehr schön verdient. Sehr schön verdient hat er das. Der oben ist ein Leon, den darf. Oh nein, das war's mit mir. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass er noch seine Ulti parat hat. Wieder 3. Platz, Mann! Alter, plus 6 immerhin, wenigstens das. Okay, komm. Let's go, wir machen noch eine letzte Runde mit Bale. Ich hab mega Bock auf Bale. Komm her, Bro. Wo ist mein kleiner Bale, Bro? Bale, Bro, wo bist du? Da bist du. Warte, ich hab nur 525 Trophäen mit ihm, so wenig, Digga. Okay, ich nehme Magi. Nein, kein Bock auf den Magi. Ich nehme Buckley oder soll ich den Aaron? Ich nehme Buckley, komm. Wir nehmen die Gegner auseinander. Wollen wir mehr Schaden machen oder wollen wir mehr Trefferpunkte? Ich würde sagen, mehr Schaden. Also Trefferpunkte heilen. Ich würde sagen, mehr Schaden. Komm. Let's go. Oh, mein Auge ist ein bisschen trocken. So. Okay. Komm. Oh nein, gleiche Situation. Hier ist ein anderer Gegner.
Hier ist auf jeden Fall ein anderer und ich kann nichts machen. Ich kann wirklich nichts machen. Ich kann jetzt einfach nur sinnlos irgendwo hinwerfen, hoffen, dass ich ihn treffe, aber wenn er sich gut versteckt, dann wird er mich wegholen. Macht keinen Sinn für mich. Oder, Digga? Ich guck mal, ich mach jetzt die Kisten kaputt, mal gucken, ob er da irgendwo rauskommt. Jetzt kommt die Shelly. Oh, die Shelly, Bro. Und ich wusste es. Oh mein Gott, ich bin tot. Guck mal. Dann will ich einmal die Kiste jetzt hier wegholen und... Na, Digga. Vor allem, ich sag ja noch, dass man es nicht machen soll. Ich mach's einfach trotzdem. Ey, Mann, Alter. Richtig sinnlos von mir. Direkt noch eine Runde, Freunde. Komm. Let's go. Kann ich wieder nicht holen. Macht wieder keinen Sinn. Hier ist ein Gegner drin. Oder? Der Bull ist weg, jetzt weg. Der hat auf die Kiste so gesehen geschissen. Der ist jetzt weg, also kann ich die ganz kurz in Ruhe holen. So, zack. Okay, komm. Let's go, Jungs. Machen wir das Ding rein. Wahrscheinlich Fußball, oder? Digga. Danke für die Kiste, Bro. Noch ein Bull. Digga. Hier ist ein Crow unten. Oh, der blaue Mecha Crow sieht echt geil aus. Irgendwie. Alter, den muss ich mir auf jeden Fall holen, Leute. Gebt ein Like, Freunde, wenn ich mir den Skin holen soll. Gebt ein Like. Ich habe ihn mir noch nicht gekauft. Wie gesagt, Leute. Bei 3000 Likes kaufe ich mir den Skin. Okay? Einfach auf den Daumen nach oben drücken. Ihr wisst Bescheid. Warte, der Bull wird sterben und der Kai kann mich eventuell auch schon fast holen, Digga. Aber der Bull wird doch definitiv sterben. So wisst ihr, was ich gerade mache. Und ich bin so unnötig wieder von mir. Wieso spiele ich so aggressiv? Ich weiß es nicht. Balle spiele ich gerade so. Ich pushe viel zu krass rein. Okay, ey Leute, ich will auf jeden Fall sagen, mit Balle hat es gerade nicht gut geklappt, aber das war's auf jeden Fall mit dem Video. Macht's gut, meine Bros. Wir sehen uns morgen beim neuen Video. Checkt auf jeden Fall das Video von gestern ab und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.